klassischen Alien-Version-Szenario versuchen wir auch immer die Technologie der Alien zu übernehmen, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Mich stört halt wirklich die Ineffizienz. Menschliche Medizin und mindestens die Technologie, um sie zu einer anderen kulturellen Perspektive zu prüfen und entscheiden, welche mehr Nutzen als Kosten. Ja, aber was gibt uns denn das Recht, also den Menschen, sag ich mal, wenn wir wirklich andere Aliens irgendwo auf Planeten finden würden und wir sehen, dass sie halt so eine, wie du sagst, parasitische, keine Ahnung, Verbindung zu irgendeinem Baum herstellen und dann, keine Ahnung. So, aber was gibt uns denn das Recht zu sagen, dass das schlecht ist? Wenn die so leben und so glücklich sind und das bei denen so funktioniert, dann ist das doch vollkommen in Ordnung, dann sollen sie doch so leben. Nur weil für uns das unnormal ist, heißt das doch nicht direkt, dass es schlecht ist. Wenn das halt bei denen so ist und bei denen in der Natur und alles so funktioniert, ist das doch vollkommen okay. Oha, wo muss ich hin? Wo fange ich überhaupt an? Ach da. Oh. So. Rüber. Ja, komm. Perfekt. Boah, war knapp, glaube ich. Sind wie der Mond. Hell. Rund. Und kraterhaft. Und dein Lächeln ist eben ein Lächeln. Oh, das ist zu blöde. Sag, was du denkst. Gerade heraus. Sei einfach nur ehrlich. Gut. Du bist toll? Nein, du bist fantastisch. Das kann jeder sehen. Aber für mich bist du so fantastisch, dass du meine... Was war das? Gut, das war... Vielleicht kennt Alex den Besitzer. Das war, ja. So, warum hast du eigentlich einen leeren Kopf? Weil ich noch bis jetzt nichts gefunden habe, was da hin kann. Oder, weiß nicht, also ich hätte das gerne schon ausgerüstet, aber ich hab nichts. Ich hab nichts, was ich da ausrüsten kann. Ich habe bis jetzt nichts gefunden. Oder bin ich zu doof? Also, weiß ich nicht, ich habe keine Ausrüstungsteile dafür einfach. Wieder eine ethische Frage, ist auch die Frage, ob da wirklich, wenn das wirklich das Erste ist, dann wäre es eine, theoretisch die Pflicht einer demokratischen Gesellschaft, dieses Volk aus seiner Sklaverei zu befreien. Sehe ich komplett anders. Wenn die einen Glauben haben und damit glücklich sind und gut leben, dann sollen die da ihrer Religion nachgehen, aber sich gegenseitig einfach in Ruhe lassen. So, also weiß ich, ich sehe das nicht als Problem. Das ist halt ein anderer Planet, das ist halt, sind halt andere Lebewesen, die haben halt andere. Ne, Eigenschaften, so keine Ahnung. Und wenn das halt bei denen so ist, dann ist das halt so, keine Ahnung. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Den ersten. Nein, du hast geschrieben, ob da wirklich Gedankenkontrolle, Parasitismus ist oder Symbiose. Ja, aber wenn es doch wirklich Gedankenkontrolle oder Parasitismus sein sollte. Yo, die sind auf einem anderen Planeten. Lass die doch machen. Versteh ich irgendwie nicht. Ist doch, also das ist doch nicht unsere Pflicht, die daraus zu befreien, wenn die doch so leben können. Hä? Das geht uns doch nichts an. Dann ist das kein Glauben mehr. Ja, aber auch nicht unser Problem, wenn die so leben. Weiß ich nicht, so sehe ich so. Die sollen halt so leben, wie sie leben. Weiß ich nicht. Wenn die uns in Ruhe lassen und wir die in Ruhe lassen und alle einfach getrennt so leben, wie sie leben wollen. Ist das so vollkommen in Ordnung? Weiß nicht, wollte nur wissen. Ah, okay. Ja, ich habe mich auch schon gefragt, warum wir noch nichts auf dem Kopf und auf den Füßen haben, aber ich, hab da bis jetzt noch irgendwie nichts gefunden. Ich habe mich das vorhin nämlich auch schon gefragt, ne? Warum? Aber ja, bis jetzt irgendwie, keine Ahnung. Wir können ja mal gucken, obwohl. Gibt es? Oh, Moment mal. Wir könnten theoretisch mal schauen, ob wir. Für Gunst im Heimatbaum so Rezepte oder sowas kaufen können. Und dann sich und wir uns dann welche herstellen können.
Wo ist da? Okay, müssen wir mal schauen. Achso, wir wollen immer noch. Eigentlich wohin? Auf einer Insel, okay. Auf einer Insel. Oh, hier. Achso, sind wir damit immer noch nicht fertig? Moment. Ach, aufheben. Achso. Fragt Alexander im Hauptquartier des Widerstands, ob er etwas über das Tablet weiß. Er sollte im Forschungsbereich sein. Jo, jetzt müssen wir so weit weg. Aber wir können ja schnell reisen. Ja. Machen wir einfach mal. Schwupp. Bam, 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 bam. Hey, falls du kurz Zeit hast. Gedankenkontrolle ist voll okay. Noch nie hat sich jemand darüber beschwert, Gedanken kontrolliert zu werden. Nein, man beschwert sich aber nur darüber, wenn man es nicht anders kennt. Und die leben da halt so. Und wenn, dann sollen die halt so leben. Ich habe da halt eine andere Einstellung zu anscheinend, aber ist ja auch nicht schlimm. Ich weiß nicht, mit wem ich darüber reden kann. Oder wie... Vielleicht sollte ich nichts sagen. Was ist denn? Schon gut. Ich höre dir zu, Jin. Okay. Danke. Es geht um Danny. Normalerweise geht sie immer mit den anderen raus. Aber in letzter Zeit macht sie Alleingänge. Sie sagten, sie sei nach Südosten gewandert. Wenn deren Welt so funktioniert, und wenn sie zurückkommt, dann würde ich sollen die sich einfach alle gegenseitig in Ruhe lassen? Weicht allen meinen Fragen aus. Hat nie Zeit zum Reden. Ist sie wütend? Nein. Wenn es nur so einfach wäre. Ich kenne sie. Es ist was anderes. Es ist wohl meine Schuld. Neulich habe ich etwas angesprochen, von dem ich wusste, dass sie es nicht mag. Ich dachte, der Zeitpunkt wäre passend und dass sie... Ach, es ist nicht so wichtig. Ich kann nach ihr sehen, wenn du willst. Naja, Danny ist abgehärtet. Aber wie du weißt, lauern hier überall Gefahren. Es ist mir egal, wohin sie geht und was sie macht, solange sie in Ordnung ist. Ja, wenn es natürlich, ne, davon ist aber nicht auszugehen, aber wenn es natürlich auf Pandora auch Navi oder irgendwelche anderen blauen Viecher gibt, bei denen das nicht so ist, wo aber nicht von auszugehen ist, und die dann merken, ja, das beeinträchtigt die, das stört die, okay, dann sollen aber die anderen Navi sich darum kümmern und die versuchen davon zu befreien und nicht irgendwelche Außerirdische, die fremd auf dem Planeten sind. Weil, weiß nicht, sehe ich irgendwie so, dann ist das deren Problem und nicht das Problem von Außerirdischen, also sprich dann den Menschen, die Gast oder fremd auf diesem Planeten sind. Weil das halt da so funktioniert und wenn es so funktioniert, funktioniert's, weil die kennen ja nichts anderes. Also irgendwie, weiß ich nicht, ist irgendwie so meine Grundmeinung, mein Grundgedanke so dazu, keine Ahnung. Hier können wir kochen. Ich möchte einmal gucken, ob wir... Ach so. Aber vielleicht können wir auch hier irgendwelche Rezepte für Kopf oder Bein kaufen, für Ersatzteile. Okay, das schauen wir jetzt einmal. Ich habe nämlich immer auf den Moment gewartet, wo wir diese Ausrüstungsteile finden. Aber vielleicht funktioniert das mit dem Kopf und mit den Füßen ja gar nicht. Das müsste auf jeden Fall anders gehandhabt werden, als es mehr oder weniger wird. Ja, ja, ja. Wie oft bist du diese Woche live? Hab diese Woche frei? Ja, ich auch. Ich habe auch diese Woche frei. Scheitert die Vorbereitung? Ich hoffe. Mach dich bereit zu scheitern. Ich habe vor, jeden Tag live zu sein. Mehr Ausrüstung? Aber ich weiß nicht so genau, wie das funktioniert. Ob das funktioniert, aber sollte eigentlich klappen. Aber eigentlich habe ich vor, jeden Tag zu streamen noch von der Woche jetzt. Oha. Aber 50 Ersatzteile. Wir sehen ja, wie kaputt der Kolonialismus viele Teile der Welt gemacht hat. Auf der Erde, richtig. Genau. Auf der Erde, ja.
Aber das heißt ja nicht, dass es auf anderen Planeten auch so sein muss. Oh, wir haben so wenig Ersatzteile. Ich habe gerade noch gesagt, Ersatzteile, ja, überhaupt nicht wichtig bis jetzt so. Keine Ahnung, brauchen wir eigentlich gar nicht. Jupp, und jetzt sehe ich sowas hier. Oha. Oha. Ich muss nur heute ungefähr 16 Uhr ausmachen, weil ne, Montag gehen wir wieder unsere Oma besuchen. Aber morgen, Mittwoch, Donnerstag, Freitag versuche ich auf jeden Fall, wenn ich aufgestanden bin, dann direkt mal so live zu kommen. Dafür fehlt uns ein Ersatzteil. Aber wir können auch keine Sachen verkaufen, ne? Ich verstehe nicht, warum oder... Pass gut auf dich auf. Was heißt, ich verstehe nicht, warum, aber wir haben... Fest? Hä? Oha? Okay. Wir haben... 607 Meter, dann können wir das doch eigentlich gleich auch nochmal machen. Alter, die Nebenquests machen halt auch voll Bock. So, was wollte ich jetzt genau sagen? Genau, wir haben alte Ausrüstungen, sowas, hier, sowas zum Beispiel, ja? Das ist unser, Standard, also das, was wir von Anfang an hatten. Jo, was können wir damit machen? Können wir die nicht zerlegen? Können wir die nicht verkaufen für Ersatzteile? Können wir da nicht irgendwie noch Materialien rausholen? Was können wir damit tun? Details anzeigen bringt ja auch nichts. Oder das hier von mir aus auch, ja? Sind die einfach jetzt im Inventar? Man kann damit nichts mehr machen? Oder untersuchen? Ja, jo, keine Ahnung. Oder halt auch, ne, die ganzen Waffen. So, hier, diese Scheiße hier brauchen wir eigentlich gar nicht. Fallen lassen oder ausrüsten, mehr kann man nicht tun. Komisch, oder vielleicht lernt man das ja auch noch. Mal schauen, ich weiß es nicht. Mal gucken. So, was hast du Schönes? Hier, meine Waren. Oh. Ersatz. Ja, die RDA-Dienstpläne. Wo kriegt man die denn nochmal her? Die heilige Scheiße. War eh nicht genug, ich weiß. Ja, hier. So, diese. Die kriegen wir. Die können. Solex. Blitzlangbogen, die können wir... Nee, doch können wir wohl. Die Entwürfe können wir uns einfach so snacken. Okay, Moment. Gib acht. Einmal zurück. Das ist gut, sinnvolle Ausrüstung. Was hast du? Ausrüstung? Okay, du hast keine Designs. Ja, nö, aber... Pass gut auf dich auf. Dankeschön. Hm? Jagdbuch. Jagdbuch. Schlick, Schilf. So, jetzt haben wir gelernt, Entwürfe. Solex Bogen, hier. Brauchen wir Ast. Wir haben keine Äste. Ast. Oh, doch. Es gibt Äste in unterschiedlicher Qualität. Okay. Aber wie kriegt man bessere Äste? Jagdbuch. Da. Meist auffindbar an den Hängen in ganz Pandora. Stock. Ast. Ast. Stock. Stockast. Stochastik. Ast. Beliebig Stock. Ich dachte immer Stöcker und Ast ist wäre irgendwie das gleiche hier in. Hä? Da. Stocklager. Zu finden in den meisten Stock. Oh, Stock. Ja, aber wir brauchen Äste. Stock. Hä? Aber hier gibt's nur eine Qualität. Braucht man diese Mottenflügel? Kann man die nur mit den Mottenflügeln verbessern? Um dann? Ast. Oh. Ast. Ast, beliebig. Ast. Okay. Ast. Tatsächlich. Munition. Stock. Ah, ist ein Unterschied. Okay. Dann. Wurzel.
Wo ist das Symbol für Stock? Ja. Nee, Ast meine ich. Stopp, Ast, so. Seltene Nachtblattbäume finden sich oftmals in der Nähe des Schwarzwasserbeckens im Norden des Kinglorwalds. Bei Regen. Oha. Ich markiere den jetzt einfach mal. Ich weiß, wann. Ich habe zwar nicht so die Ahnung, ob das wirklich was bringt und wie man das erkennt, ob das was bringt. Aber schaden kann es ja auch nicht. Okay. Dennoch wollten wir jetzt nochmal mit irgendjemand anders quatschen. Mit dir haben wir schon geredet. Du. Du. Du ja, brauchst du. Was Neues. Genau. Aber nichts mit Kopf, oder? Nichts mit Kopf oder Fuß. Vielleicht doch im Heimatbaum. Oder vielleicht nur zu kaufen? Nee, es gibt nichts. Blendenschutzmod würde uns verbessern, aber minimal verbessern. Aber 10% Schusswaffenschaden mehr. Zu wenig. Okay, wir müssen mehr von diesen RDA-Einrichtungen finden und die zerstören, um noch mehr Ersatzteile zu bekommen. Aber trotzdem gehen wir jetzt mal hier rein. Ausrüstung. Und sagen. Ein Pilotenhelm an? Nee, oder? Hä? Moment. Nein. Wir haben Brustschutz an. Schutz. Entwürfe. Schal. Brustschutz. Also. Oh. Achso, wir müssen natürlich an der Werkbank gehen, um das zu testen. Ja, das werden wir jetzt auch einmal kurz tun. Wo war es denn nochmal? Was mit dir? Achso, dich hatten wir schon. Wo konnte man hier herstellen? Irgendwo konnte man das hier. Ich muss Ihnen helfen. Oha! Da können wir Stöcker holen. Okay, cool. Wo ist jetzt dieser Herstellungsdings? Oh, haben wir jetzt 2%? Immer nur 1%. Ich raste aus. Wir hatten doch hier irgendwo eine Werkbank, Mann. Erzähl doch nicht. Ja, dann machen wir das, weiß ich nicht. Ach, da! Wie konnte man denn gerade daran vorbeilaufen? Die RDA-Aktivitäten hier zerstören die örtliche Flora. Wir müssen etwas tun. So. Also. Brust. Wir können natürlich 27 bis 207, 15% Schwachstellenschaden, 5% Fernkampfwiderstand. Schwachstellenschaden. Oh. Ach, ja, wir haben aber nur... Ja, stimmt, ja. 39. Naja, macht glaube ich keinen Sinn. Wir müssen ein besseres Quetschmoos finden. Okay, lass uns mal rausgehen. So. Wo waren jetzt diese Bäume? Da oben. Wie geht's raus? Ja. Bim, 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 bim. Bum, bum, bum. Boom. Es regnet aber nicht. Wolkig. Vielleicht fängt es gleich an zu regnen. Ach, Baum. So. Hattest du mal Assassin's Creed Black Flag gespielt? Nee, der Marcel hat Assassin's Creed Black Flag gespielt. Ich glaube schon mittlerweile 4-mal oder so immer auf 100%. Also Marcel ist ein riesen Black Flag Fan. Aber ich habe das nicht gespielt, nee. Scheiße, es muss regnen. Gut. Ah.
Aber wir sind hier halt auch nicht an der Stelle, wo es seltenere gibt. Right? Nachtbild finden sich oftmals in der Nähe des Schwarzwasserbeckens, nördlich. Schwarzwasserbecken, nördlich. Das klingt nur Wald. Also hier irgendwo, wo wir vermutlich noch nicht waren. Weil man sieht es auch nicht mal. Schwarzwasserflecken nördlich des Kinglor Waldes. Ja, okay. Naja, gut. Ja. Dann verfolgen wir jetzt mal die Quest weiter. Oh, hier gibt es viele Äste, ja, aber nur gute Qualität ist halt echt scheiße. Hä? Oh, wir müssen da doch wieder rein. Ja, sagt das doch. Das ist gut, sinnvoll. Hatte gerade nicht so auf dem Schirm. Er sollte im Forschungsbereich sein. Okay, Marvin. Lief einfach mal. Auch zweimal. Ich bin da zufällig gestern wieder über ein Video dazu gestolpert und hab irgendwie Bock drauf. Hab das auch zweimal durchgespielt und es war auch das letzte AC, was ich gespielt habe. Assassin-Style, dieses Spiels waren sogar der Schwachpunkt. Als reines Piratenspiel wäre es noch besser gewesen. Ein Baum hat Äste. Das ist das Beste. Denn wäre er kahl, dann wäre es ein Pfahl. Also es ist absolut richtig. Du kannst nicht von jedem. Ich habe mir letzte Mal auch, habe ich auf dem Flohmarkt gesehen, habe ich einfach mal mitgenommen. Da. Ich mir mal als Play für die Playstation einfach mal gekauft. Ja. Assassin's Creed Black Flag für die PS4. Könnte ich mal theoretisch entspannt auf der Couch abends mal oder so. Ich hab's bei Marcel mir mal angesehen, wie er das immer so gespielt hat im Stream damals. Und ist schon cool. Und jetzt könnte ich das mal entspannt. Finde es mal mega. Ja, kann ich mal machen, ja. Habe ich, glaube ich, für 5 Euro oder so auf dem Flohmarkt bezahlt. Für 5 Euro habe ich das mitgenommen. Das ist eine diplomatische Lösung, das schwöre ich. Du hast eine Nebenquest. Oh, wer bist du jetzt? Was hast du für mich? Oh, nee, du bist der, okay. Jemand von uns hat es verloren. Okay. Kannst du es reparieren? Autsch, wohl kaum. Ich fürchte, dieses Tablet braucht einen Priester, keinen Wissenschaftler. Du sagtest, es gehöre jemandem vom Widerstand? Ja, menschlich, angesichts der Schuhabdrücke am Fundort. Und weiblich, wenn man der Audioaufzeichnung glauben kann. Sie wurde weit entfernt vom HQ aufgenommen. Absichtlich. Ein weiblicher Mensch. Nicht viele Optionen. Ich? Viel Glück. Was hat uns das jetzt gebracht? Höre dich im Hauptquartier des Widerstands um, okay. Dein Bogen. Darf ich fragen, was das für ein Holz ist? Kannst du ihn verbessern? Beide? Ich weiß nicht. Kannst du ihn verbessern? Muss es sein. Sehr biegsam. Aber kräftig. Wirklich hervorragendes Holz zum Arbeiten. Ich nehme was davon für draußen. Und mache alles etwas Navi-freundlicher. Okay. Ich denke, Nor wüsste das zu schätzen. Priya hat erwähnt, dass die meisten von euch kein Metall mögen. Mir geht es auch so. Wieso kalten Stahl benutzen, wenn es warmes, lebendiges Holz gibt? Kalter Stahl klingt eher nach dem Stil der RDA. Ha, oder? Für die zu bauen war keine Freude. Aber bauen ist genau mein Ding. Ich hatte tatsächlich keine Ahnung, was hier draußen abgeht, bis Danny es mir gesagt hat. Sie hatte genug davon. Und Danny sagt sowas nie, also muss es schlimm gewesen sein. Du hast die RDA ihretwegen verlassen? Nun, natürlich. Sie ist meine Frau. Wir haben geheiratet, noch bevor wir die Erde verlassen haben. Das war erst vor ein paar Monaten. Aber durch die Reise sind wir seit Jahren verheiratet. Andere halten sie für kalt. Aber das ist Mist. Wer sie kennt, weiß das. Okay. Teile des Waldes sind leider schon komplett tot. Wirklich traurig. So, kannst du... Achso, das war die Craftbank. So, kannst du mir weiterhelfen? Warst du vor kurzem im Regenwald, Nalin? Ja, ich war gerade in einem Feldlabor. Bin gerade erst zurück.
Hast du was verloren auf dem Rückweg? Irgendein Gerät vielleicht? Sowas habe ich nicht dabei. Das Labor hat alles, was ich brauche. Hm. Wer kaum etwas bei sich trägt, kann auch weniger vergessen. Das ist keine Zeit für Poesie, nehme ich an. Für Poesie? Ist egal. Hast du denn Yella gesehen? Im Feldlabor. Sie ist dort mit den anderen geblieben. Okay, das ist unten, oder? Oder oben? Oder wo überhaupt? Im Feldlabor, da, ne? Aber wenn Leute blau leuchten, ist das immer schon ein gutes Zeichen. Daniela arbeitet noch im Feldlabor. Optional konfrontiere Nalin. Wer ist denn jetzt Nalin? Nalin? Diese Ausrüstung steht dir. Sieh dir das an. Faszinierend. Was ist denn jetzt schon wieder? Wem könnte das kaputte Tablet gehören? Da hat sich jemand alleine rausgetraut. Also jemand mit Mut. Mit Stolz. Zu stolz, wenn Privatsphäre wichtiger als Sicherheit ist. Okay. Wer ist nochmal Nalin? Und wo ist... Aha. Hä? Mit der haben wir doch schon gesprochen. Die Menge an Schadstoffen in der Luft ist besorgniserregend. Ist das Nalin? Hä? Ich glaube, das Tablet gehört dir. Nein, meins ist sicher in einem Spind weggeschlossen. Siehst du die Kratzer? Was hat sie doch gerade schon gesagt? Es gehört wohl jemandem, der nicht so achtsam damit umgeht. Hm, okay. Das war, fand ich jetzt irgendwie ein bisschen... Also, die optionale Aufgabe von der Quest fand ich jetzt irgendwie ein bisschen... unnütz. Muss ich sagen. Wo ist denn das Feldlabor da? Das müsste sie eigentlich sein. Weil sie hat uns ja gerade schon gesagt, klar, hätte sie auch lügen können und dann, das indem wir sagen, das gehört dir, ja, das Tablet, hätte sie sagen können, ja, tut mir leid, ich hab gelogen. Aber irgendwie trotzdem ein bisschen, weiß ich nicht, regnet nicht, es ist wolkig. Das ist natürlich schade. Wie, die ist schon wieder drin? Wer bist du? Will ich untersuchen. Warum kann ich die nicht untersuchen? Ich weiß nicht, wo sind jetzt diese Nalin? Was haben wir hier? Tankungsanlage, ein Zuhause bauen. Suche nach Daniela, um Jing Jung zu beruhigen. Was? Also doch, hier. Wie jetzt? Ein Zuhause bauen, nee, das ist was anderes. Daniela arbeitet noch im Feldlabor. Suche nach Daniela hier jetzt, oder was? Hä? Okay, irgendwie ist das komisch. Feldlabor. Bist du das? Ich dachte, das Feldlabor wäre hier unten irgendwie gewesen, aber hier ist niemand. Ja, das ist Quatsch. Dann müssen wir doch wieder rein, oder wie jetzt? Huch. Was bist du denn? Wechselplatz, ein Ort, an dem die Navi ihr Aussehen verändern können. Ach so. Man normalerweise in den Clan-Heimaten. Aha. Na gut. Okay, dann gehen wir doch mal wieder rein. Ist das Feldlabor doch drin? Nur oben oder so? Ne, was ist das denn da? Ja, wir gehen jetzt mal nach da oben erstmal, bevor wir wieder reinlaufen. Bevor wir wieder reinlaufen. Lass mich. Hallo! Bin ich vorbei hier. Wo? Hm? Hat sich in Luft aufgelöst. Davon gibt es hier reichlich. Die ist auch drin. Ich werde nicht mehr. Ah, du. Ich glaube, zu dir wollten wir, oder? Du bist auch drin. Ist ja gar nicht. Warum wird das jetzt nicht angezeigt, wo die ist? Ja, ich bin innerhalb des Questgebiets. Ja, wunderbar. Ist ja herausragend. Guck mal hier. Ration, Ration. Ja, dann gehen wir doch mal wieder rein. I don't know. Gucken wir mal. Werden wir schon finden. Früher oder später.
Hm.